Hallo und herzlich willkommen zu Holdfast Nations at War. Ja, dieses Spiel ist relativ frisch und neu auf dem Markt. Und wir schnuppern mal rein. Ich habe das natürlich schon ein bisschen angezockt, ungefähr 50 Minuten, um mir ein Urteil bilden zu können und auch mal reinzuschauen in das Spiel und euch das natürlich zu zeigen, ja, alles. Es handelt im Napoleonischen Krieg. Man kann natürlich auch die Ego-Perspektive einschalten. Man kann hier zu Land, aber auch zu See kämpfen. Es ist so ähnlich wie dieses Mountain Blade Warband Napoleonic Wars. Wer es kennt. Nur halt die Grafik ist ein bisschen besser, ja. Gucken wir mal, ob wir irgendwas reißen können. So, laden wir mal wieder nach. Man kann natürlich auch Trommler spielen, man kann den Typen hier mit der Flöte spielen, den er die ganze Zeit im Hintergrund hört. Da kann man natürlich auch verschiedene... Wo ist er denn, der Flötist hier? Da ist er doch. Verschiedene Melodien spielen. Ah, da hat es mich erwischt. Man kann natürlich auch andere Einheiten spielen. Ich mache jetzt mal Flak. So, ja. Carpenter Drummer. Ich kann mal diesen Drummer mal spielen. Um euch das mal zu zeigen. So, jetzt bin ich ein Trommler. Mit der Taste Q kann ich drücken und dann kann ich mir ein Lied aussuchen. Und dann fängt er an zu trommeln. Ich habe natürlich auch Waffen selber, eine Pistole und einen Degen, womit ich blocken kann, aber auch zuhauen kann. Hier nehmen wir wieder die Pistole. Wir spielen, jetzt habe ich gerade gemerkt, auf Französisch schon weiter. You're just wasting our reinforcements running around not in cover. So, gucken wir. Die Pistole ist natürlich sehr, sehr ungenau. Und schießt dementsprechend etwas komisch. Da war gerade der Einschuss. Ob wir es jemals schaffen, diese Brücke hier zu stürmen, ich weiß es nicht. Boah, da hat es richtig weggefetzt, mich auch gerade. Wir suchen uns jetzt mal einen anderen aus. Infanterieoffizier, Garde. Ich will mal Garde. Probieren wir es mal. Zeige ich euch hier mal so ein bisschen die Klassen. Okay, das ist jetzt hier der Gardist. Der hat natürlich... Ne, der hat keinen Säbel. Der hat nur dieses... Diese Muskete kann dafür auch, glaube ich, ein bisschen schneller laufen. Zumindest schneller als der Trommler gerade. Das war gut. Why would you even get out of cover if you're playing an instrument? Wollen wir auch mal hier drin irgendwas erreichen können? Gehen wir in die Ego-Perspektive. Nee. Ich hab da den Einschuss gerade gesehen. Muss ich definitiv ein bisschen höher zielen. Na, das dauert aber ewig, bis der das Ding nachlädt. Mein Gott. Da oben im Fenster ist einer. Na, der ist abgeprallt. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, hier irgendwas zu treffen. Aber wenn man das dann richtig halt im Clan in der Gruppe spielt, kann es richtig Spaß machen. Man hat natürlich auch Kanonen, die man abfeuern kann. Und diverse andere Möglichkeiten. Ich kann ja mal kurz euch das mal zeigen. Wir gehen mal ganz kurz auf einen anderen Server drauf, um euch das mal zu zeigen. Vielleicht haben wir hier Glück und man findet einen See-Server, also wo man Seegefechte hat. Desert Ruins, Snow Plains, nee, gerade nicht. Desert Ruins, Spanish Farm, Palisaden Arena, Island. Hier könnten wir vielleicht was versuchen. Da sind wir auch alleine dann drauf.
mit noch jemandem. Aber ich kann es ja euch mal zeigen, wie das denn aussieht. Hoffentlich lädt das jetzt auch. Ja, er lädt. Sehr schön. Hoffentlich ist es keine Nacht. Ich habe die Mission auch schon mal mit der Nacht gespielt. Das sieht man nicht so schön. Den Feind dann. Aber dafür, dass es in Early Access ist und in der Alpha, ist das wirklich sehr, sehr gut geworden schon. Auch grafisch. Kann es sich sehen lassen. Läuft auch relativ stabil. So, wir werden mal in das andere Team 8-Gun-Schoner ein. Ich gehe mal auf den 2-Gun-Schoner, dann habe ich. Ich nehme gleich den Captain, dann habe ich nicht so viele Kanonen zu laden, sage ich jetzt mal so. So sieht das Ganze aus. Ihr nehmt euch eine Kanone, eine Kanonenkugel und ladet damit eure Kanone. Push Cannon, die muss man natürlich dennoch nach vorne schieben. Ich nehme jetzt hier wieder eine Kanonenkugel, kann mir die auswählen und gehe nach vorne zu dieser großen Kanone. Und da werden wir schon ordentlich behakt. Push Cannon und wir gehen ans Steuer und versuchen hier erstmal wegzukommen. So, so sieht das Ganze denn aus, wenn man denn unter Segeln fährt. Und dann gucken wir mal, dass wir hier halbwegs wegkommen. Wir spielen wieder auf französischer Seite. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier der Gegner ist. Das sind die ganzen Schiffe, die man spielen kann. Ich glaube, da vorne ist was. Sieht auf jeden Fall so aus. Sehr, sehr schick gemacht. Man kann natürlich auch in der Ego-Perspektive spielen. Und sich ein bisschen umgucken hier. Gut, das Ruder bewegt sich noch nicht, wenn man lenkt. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Können mal. Oh, was lädt denn jetzt? Was ist jetzt? Lädt schon wieder dieses River. Okay, naja, vielleicht haben wir jetzt diesmal eine Chance bei diesem ganzen Gemetzel da, was wir eben gerade hatten. Gut, dann leichte Infanterie, Spawn. Und wir laufen mal hin. Hier seht ihr nochmal diese Kanone. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Kanonenkugel nehmen. Ran. Vorschieben die Kanone. Sautenweilchen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. So, dann ist hier auch schon feuerbereit. Ja, mit WASD könnt ihr die Kanone steuern. Wir machen mal diesen Winkel. Wo müssen wir überhaupt hinschießen? Da hinten, die Häuser vorne, denke ich mal. Ich schieß mal. Und dann rollt die Kanone zurück und dann könnt ihr sie wieder neu laden. So, da wir jetzt hier aber alleine auf dem Server sind, hat das natürlich wenig Sinn, hier irgendwie was zu töten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das so aussieht. Ja, man muss halt hier Flaggen erobern. Und in dieser Seemission geht es halt darum, dass man halt feindliche Schiffe versenkt. Je mehr, desto besser. Da hatte ich jetzt die Tage auch mal die Gelegenheit gehabt, ein bisschen zu schießen. Die Kanonen schießen anders als die Landkanonen. Die schießen viel kürzer, die Seekanonen. Warum das so ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man ordentlich hochzielen, dass man überhaupt was trifft. Schön vorhalten, wenn das Schiff segelt. Ja, auf jeden Fall richtig nice Grafik. Ist auch mal schön, hier mal alleine auf dem Server zu sein. Ich das hier mal zu zeigen. Man kann wirklich jedes Haus betreten. Das ist richtig gut gemacht. Ich schalte mal die Eco-Perspektive. Gucken uns das hier mal an, wie liebevoll das hier gestaltet wurde. Natürlich noch Potenzial nach oben da. Ja. Ein Blasebalg, eine Uhr. Gehen wir mal nach oben. Klavierzimmer. Was ist hier? Ach, das sind die diverse andere Wohnungen sozusagen. Gucken, ob die jeder gleich aussieht hier oben, ob hier auch ein Klavier steht. Ne, hier ist wiederum was anderes. Also wirklich, also richtig gut gemacht. Viel Mühe reingesteckt. Dieses Spiel hat echt Potenzial, um dieses Mountain Blade Warband abzulösen. Was es meiner Meinung nach jetzt schon teilweise geschafft hat. Es fehlen wirklich nur noch Pferde. Ein Fernglas für den Offizier, dass man ein bisschen gucken kann, was los ist. Und ansonsten ist das wirklich gut gemacht, ja. Da kann man nicht meckern. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Und wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten, wer mich noch nicht abonniert hat, der kann dies gerne tun. Das ist kostenlos. Und ich verabschiede mich und sage, ich bin raus. Ciao!